Ja, servus Leute und willkommen zu einem neuen Ultimate Team Video. Wir haben die letzten drei Gegner hier besiegt, die letzten zwei knapp und heute sind die Black Bulls an der Reihe. Wir werden einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, hier Everton als Emblem haben sie zwar, Pariser Trikot. Ja, wünscht mir Glück, drückt mir die Daumen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Ultimate Team sehen wollt. Und über ja, Hilfen im Kommentarbereich wäre ich auch ganz froh. Okay, das sind auch wieder richtig krasse Spieler hier auf dem Feld beim Gegner. Gucken wir mal, ob wir hier denn auch eine Chance haben. Ja, wir gehen in Führung. Gegen die Black Fools. Black Bulls, glaube ich nicht. Sauber, aber 1-0 mit der ersten Aktion. Der Rode macht es. Sind wir hier schon mal gut dabei. Balleroberung, kein Foul. Yes, nochmal rüber. Vorbei wieder, aber der Keeper war noch dran. Schönes Stadion. Keeper war noch dran. Okay. Ball ist noch heiß. Oh. Was war das? Abseits. Ich hätte schon gedacht, Freistoß oder Elfmeter am besten Fall. Aber gibt leider nichts. Ja, noch stehen wir defensiv sehr gut da. Schöner Ball. Oh, wie schnell. Wie schnell Betzner ist. Aber kann den Ball. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Legendär. Legendär, 12. Minute. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass er den macht. Weil der Keeper sich schon wieder in Position begeben hat. Ballannahme und reingechippt hier. Wow. Klasse. Aber der Fehlpass vom Keeper, also das habe ich selten gesehen. So, jetzt. Ja, Abwehr funktioniert weiterhin. Erst mal abwarten. Ball rüber. Es läuft, Leute. Es läuft einfach. 3-0. Und es ist wieder Terodde. Er macht es. Macht seinen dritten Treffer hier. Klar. Wahnsinn. Schön. Na, kommt er nicht durch. So, aufpassen, Jungs, Mädels. Oh, schöner Weitschuss hier vom Smolarek. Ja, zieht er sich noch ein bisschen rein, aber geht vorbei. Aber 3-0, wie komfortabel wollt ihr es denn noch haben? Ja, ich weiß, mit einem 4-0.
4-0. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Schön. Schade. Smolarek. Ganz, ganz schlechter Ball. Und das gibt einen Wurf. Was für die? Okay. Nicht gedacht. Abseits. Leute, es läuft. Es läuft momentan. Das könnte unser vierter Sieg im vierten Spiel sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist hier in diesem Squad Battle. Wahrscheinlich freue ich mich auch gerade richtig zu früh. Und das ist eher so die Noob-Klasse. Ist ja auch erst mein viertes Spiel. Super Ball abgewehrt. Wir chippen mal nach außen. Werden belagert. Behaupten den Ball und erobern. Spielen einen Eckball raus. Super. Eckball. Probieren wir es mal. War ja richtig verzogen. 34. Minute. So. Bis jetzt haben wir allen Stand gehalten. Außerdem, das ist der Anschlusstreffer. Correa. Aber war auch ein platzierter, harter Schuss. Keine Chance für den Keeper. Aber was sind das auch für Namen bzw. Werte hier? So. Achtung. Nächster Ball. Ja, sie kommen allmählich, haben Blut geleckt. So, über rechts, Mitte und 4-1. Und wer macht es? Platte macht es. Aber schöne Station. Schöne Spielstation. Und dann zimmert er den Ball rein. Vom Paderborn. Alter Spielstand wiederhergestellt. Boah, sauber. Mit allen Mitteln bekämpft hier das 4-2. Und Platte, wir bekommen nochmal die Kontermöglichkeit. Wow, der kann rennen. Was kann der rennen? Kein Eckball. Und der Schiri, der Referee, pfeift zur Halbzeit. So, zweite Halbzeit. Gucken wir mal, ob wir da
schlüpfen können. Schöne Bälle. Oh. 4-1 klingt sehr muckelig, aber dürfen wir uns nicht ausruhen. Smolarek kommt hier vorbei und ja, Traumflanke und Traumtor. Foden. Ja, jetzt immer noch ein Treffer Vorsprung, aber ja, es steht da viel zu frei und kann da einnetzen. Nein. Oh Mann, wie dumm. Boah, den haben wir aber weggegrätscht hier. Freistoß. Geben wir hier die Führung aus der Hand. Eckball. 52. Minute. Yes. So, Weigel. Über links.
Möglichkeit. Jetzt. Das ist die Entscheidung. Was denkt ihr? 5-2 Terodde. Den hat er aber mit aller Gewalt eingenetzt. Das gucken wir uns nochmal an. Da hat er abgewartet. Und dann nach nicht rechts vorbei gezirkelt, sondern links eingenetzt. Schön, wir haben den Ball. Und jetzt mit Ball gespielt. Schöne Aktion. Und der Keeper hat ihn. Sehr schön. Aber man sieht, wir können auch mit einer nicht so Top-Mannschaft hier mithalten. Was war das? Ich sag's und schon passiert der Fauxpas. 84. Minute. Wir haben eine komfortable Führung. Und er netzt nochmal ein zum 5-3. Smolarek, der Pole, schöner Treffer. Selbst mit einem Foul nicht zu stoppen. Ja, die Fehlpässe häufen sich jetzt. Abseits, sehr schön. Schmilzt unsere Führung nicht. Wobei der Gegner jetzt ziemlich aggressiv wird, noch zur letzten Zeit. Nochmal rüber. Zack. Nee. Jetzt kannst du aber auch abpfeifen. Und das war's. Wir gewinnen unser viertes Spiel hier in Food Ultimate Team. Und Terodde wird hier zum Man of the Match. 4 Tore. Nee, Platte wird sogar lol. Spieler des Tages. Terodde mit 4 Versuchen, 4 Toren. Und 4. Was? 4 Torvorlagen. Keine Ahnung, wie das gezählt wird. Wir bekommen 753 Münzen. Spielpremium. Geh mal auf Weiter. Ja. Steigen jetzt in Gold 1 auf. Was uns auch nicht. Ja, ich weiß nicht, wofür diese Ringe sind. Vielleicht kann mich da mal einer aufklären. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir alle 4 Spiele gespielt. Jetzt kann ich noch den Spezialgegner hier machen.